Danke. Sehr schön. Leider noch auf Krücken. Erzähl uns mal, wie sieht so ein Reha-Tag eigentlich aus? Ja, jetzt in der Anfangsphase ist es natürlich so, dass man eher passive Arbeit macht, also beziehungsweise die Physiotherapeuten leisten hier ihre Arbeit. Man wartet erstmal auf den Tag X, wenn die Fäden gezogen werden, und ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich so, dass ich dann auch irgendwann wieder, wenn alles komplett zu ist, normal duschen kann. Man muss auch darauf achten natürlich, dass die Wunde, wo die OP stattfand, auch natürlich fern bleibt vom Wasser und von Schmutz. Die muss sauber gehalten werden und muss von alleine natürlich zuheilen. Und dann findet noch eine Wundheilung statt innerhalb des Fußes, die kann sogar bis zu einem halben Jahr dauern, und dementsprechend baut sich das alles wieder so fest zusammen, aber nach und nach werde ich dann von den Physios übergeben, dann auch zu den Fitnesstrainern, dass ich dann auch dort mehr arbeiten kann und wieder dann zu Kräften komme. Die Frage, die natürlich alle Bayern-Fans interessiert: Wie läuft's mit der Reha und wann kommt das Comeback? Ja, ich denke, dass wir jetzt erstmal so den Januar ins Auge gefasst haben mit dem Comeback. Das hängt natürlich immer vom Heilungsprozess ab. Und in der Reha läuft es natürlich gut bisher. Ich bin sehr positiv und denke auch, dass es jetzt nach vorne geht. Melissa hat zu dem Thema gefragt: Was motiviert dich am meisten, wieder zurück zu alter Form zu finden? Ja, ich bin ein sehr ungeduldiger Typ. Ich bin jemand, der gerne spielt und am liebsten natürlich auch auf dem Platz ist. Ich bin ein Führungsspieler, ich bin der Kapitän und kann der Mannschaft natürlich am meisten auch helfen, wenn ich auf dem Platz stehe. Und das ist mein Ziel, und dementsprechend ist das auch die größte Motivation für mich. Du hast gesagt, du bist unheimlich ungeduldig. Stefan fragt dazu: Wie schaffst du es, 90 Minuten pro Spiel konzentriert zu bleiben? Vielleicht auch, wenn mal nicht so viele Bälle aufs Tor kommen, was dich ja auch ungewöhnlich macht. Ich bin Sportler, und im Sport ist es so auch, dass man gute Grundlagenausdauer haben muss. Und bei mir ist es so, dass ich auch Wert darauf lege, eine gute Kondition zu haben. Und je besser diese Kondition ist, desto konzentrierter kannst du dann auch über eine längere Spieldauer auch sein. Weil, wie Stefan schon sagt, ist es richtig, dass man vielleicht auch beim FC Bayern nicht so viel zu tun bekommt. Eher mal vielleicht auch in der zweiten Halbzeit, wenn ich dann in der 70. Minute die erste Großchance gegen mich habe, das ist natürlich nicht so einfach und ist ziemlich schwer sogar. Und wenn man dann auf der Höhe ist und wirklich auch sich gut konzentrieren kann, dann ist diese Kondition natürlich auch vonnöten. Das Körperliche ist das eine, das Mentale das andere. Emily fragt dazu: Hast du ein Ritual, das du vor jedem Spiel machst? Wir haben es bei deinem Torwartkollegen Roman Bürki gesehen, der schnappt sich immer den Ball vom Balljungen oder vom Schiri fast nochmal an. Hast du sowas in der Art auch? Ja, das mache ich eigentlich auch, um ein gutes Gefühl einfach zu haben. Gerade auch, wenn ich etwas länger auch keinen Ball in der Hand gehabt habe, ist es schon wichtig, dass ich auch einen Ball in der Hand habe. Aber grundsätzlich habe ich einfach die Automatismen, die ich vor jedem Spiel habe, die in der Kabine anfangen. Wenn ich aus dem Bus rausgehe, bin ich auch einer der Ersten, der schon in der Kabine ist. Lass mich dann nochmal kurz von einem Physio anschauen, dass auch alles stimmt bei mir. Und ich mache mich meistens auf dem Fahrrad warm und bin dann eigentlich schon warm, wenn ich auf den Platz gehe, und habe dann noch zwei, drei Übungen, die ich dann noch stabilisierend mache, bevor ich rausgehe. Aber jetzt so ein Ritual, was außergewöhnlich ist, habe ich jetzt nicht. Also nicht zuerst den linken Torwart-Handschuh anziehen oder sowas. Nein, das ist, da bist du ein bisschen Freestyle unterwegs. Da bin ich frei von. Sehr gut. Lena fragt: Wer war bisher dein schwierigster Gegenspieler? Ja, ist schwer zu sagen, weil ich so viele gute Gegenspieler schon hatte, aber ich sag mal, in der täglichen Arbeit habe ich schon die besten Gegenspieler, weil wir so viele gute Spieler bei uns in den eigenen Reihen haben, und im Training ist es dann auch manchmal so, dass man verschiedenste Übungen macht, wo man auch in Unterzahl ist und auch mal alleine gegen zwei, drei Spieler ist und versuchen muss, die Bälle dann zu entschärfen, und da ist es, glaube ich, bei uns beim Training schon auch mit am schwersten. Durch die Stürmer oder die Mittelfeldspieler? Ja, schon durch die Offensivspieler grundsätzlich. Okay. Sehr gut. Nächste Frage wäre: Wie fühlt es sich an, Kai fragt das, die Nummer 1 vom FC Bayern zu sein und so immer in die Allianz Arena zu laufen? Ja, ich habe grundsätzlich ein gutes Gefühl. Ich bin selbstbewusst, und das habe ich auch dem Club zu verdanken, weil der FC Bayern hat eine gute und positive Ausstrahlung. Wir sind sehr dominant, spielen auch dominant und
Von daher ist es so, dass ich eigentlich immer selbstbewusst auf den Platz gehe und ein sehr gutes Gefühl habe, wenn ich in der Allianz Arena im Tor stehe. Alex fragt, was hältst du von Christian Früchtl, dem dritten Torwart? Ja, er ist ein sehr guter Torwart, natürlich noch jung und muss natürlich den Weg weitergehen. Bisher hat er einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht und er ist motiviert und möchte hoch hinaus und ich denke, dass er dranbleiben muss und ihm besteht auch eine gute Karriere. Holt er sich auch mal einen Tipp von dir oder merkst du, dass er sich teilweise ja, von dir abguckt? Ja, es ist so, dass wir auch untereinander natürlich sprechen, unabhängig jetzt, ob es Christian Früchtl ist oder Tom Stark ist, Sven Ulreich. Wir kommunizieren sehr viel und sprechen auch in unserem Torwart-Team mit Toni Tapalovic, schauen uns Bilder an aus dem Training und machen auch Analysen. Und ich denke, dass wir einen sehr offenen Umgang haben und uns einander helfen wollen. Nächste Frage von Mrs. Müller. Welche Sprachen sprichst du? In erster Linie Deutsch natürlich. Am liebsten. Und Englisch. Ich hatte auch einmal ein Jahr Italienisch in der Schule und habe das aber nicht verfolgt und habe auch nicht mehr viel dafür getan. Aber ich habe jetzt kein Problem, bei einem Italiener was zu bestellen. Pizza geht immer. Gibt es denn eine Sprache, wo du sagen würdest, die willst du auf jeden Fall noch lernen in deinem Leben? Habe ich jetzt mir nicht fest vorgenommen, aber dadurch, dass ich vielleicht schon italienische Grundkenntnisse habe, wäre es vielleicht am einfachsten für mich, da beim Italienisch weiterzumachen. Sehr gut. Emily, noch eine Frage von ihr. Was für einen Beruf würdest du jetzt vermutlich ausüben, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Ja, grundsätzlich, ich habe mein Fachabitur gemacht und habe dann vormittags trainiert und deshalb konnte ich damals die 13. Klasse auch nicht zu Ende machen und ich hätte mein Abitur einfach zu Ende gemacht und wäre dann schon sehr gerne im Sport geblieben, hätte versucht Sport zu studieren, in welche Richtung wusste ich nicht, aber ich war dem Sport immer sehr verbunden und deshalb hätte ich erstmal Sport studiert und dann hätte ich weitergeschaut. Sehr gut. Eine sehr witzige Frage, fand ich, kam von Stefanie. Hallo Manuel, mein Sohn ist 8 Jahre alt, 1,36 Meter groß und spielt in der F-Jugend. Ist ein großer Fan von dir und würde gerne wissen, ob man eine Mindestgröße für einen Torwart braucht. In dem Alter sowieso nicht, aber ich glaube, später braucht man schon eine Mindestgröße. Aber es ist schwer, jetzt auf den einen oder anderen Zentimeter das festzulegen. Ich denke, dass ein Torwart mindestens 1,80 groß sein muss. Dann hängt es natürlich davon ab, was du für ein Torwarttyp auch bist. Wenn du jetzt 1,80 groß bist, musst du natürlich eine sehr gute Sprungkraft dann auch haben und musst dich gut im Strafraum bewegen und behaupten können. Und wenn du jetzt ein bisschen größer bist, dann brauchst du nicht unbedingt die Sprungkraft, die jetzt vielleicht ein Torwart haben muss, der ein bisschen kleiner ist. Also du denkst, dass man so ein paar Defizite, wenn man vielleicht 2-3 Zentimeter kleiner ist, schon mit Reflexen, Sprungkraft wettmachen kann? Ja, das kann man ausgleichen, auf jeden Fall. Das sieht man ja bei einigen Torleuten in der Vergangenheit auch schon. Die können das durch Jan andere... Jan Sommer ist 1,83, glaube ich. 1,83, ja, der Torwarttrainer ist auch nicht viel größer, der Uwe Kamps. Und von daher ist das vielleicht auch ein bisschen die Gladbacher Schule. Tobias Sippel, Marc-André Ter Stegen sind alle nicht die größten Torleute gewesen, aber ist so ein kleines Schema. Also Stefanie könnte für deinen Sohn auf jeden Fall Mut machen, wenn er nicht der Allergrößte werden sollte. Tina fragt dich, wer ist dein Lieblingsmusiker? Ja, ich war mal auf einem Ed Sheeran-Konzert in Hollywood und das war schon sehr gut und hat mir viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und sonst so Musikrichtung generell, was würdest du sagen? Grundsätzlich bin ich sehr offen, muss ich sagen. Also ich höre mir alles an, auch wenn der Frank mal seine französischen Platten hier, seinen französischen Hip-Hop spielt, ist für mich kein Problem. Und auch sogar die spanische Musik, die wir dann vielleicht von Javi Martinez oder brasilianische von Rafinha hören, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Gibt es einen, wo du sagst, dessen Musik kann man gar nicht hören oder ist das eigentlich in der Mannschaft generell okay? Grundsätzlich okay. Ne? Natürlich ist es auch immer abhängig davon, wie du gespielt hast. Wenn du jetzt verloren hast, dann möchtest du am liebsten keine Musik hören, aber grundsätzlich haben wir schon immer Musik laufen vor dem Spiel und wenn du gewonnen hast, sowieso. Dann umso lauter. Emilia fragt, was war bisher der schönste Moment in deiner Karriere?
Schwierige Frage bei dir. Ja, schwierige Frage. Natürlich das Triple-Jahr mit dem FC Bayern und dann haben wir natürlich ein Jahr später mit der Nationalmannschaft auch den Weltmeistertitel in Rio de Janeiro geholt und das war schon Wahnsinn, im Maracanã den Weltmeistertitel zu gewinnen. Kann man das irgendwie vergleichen, Nationalmannschaft und Verein, oder sind das einfach zwei Erlebnisse, wo du sagst, die stehen auf einer Stufe? Ja, ich denke, dadurch, dass du im Prinzip vier Titel geholt hast in dem Jahr mit dem Triple und dann noch der Club-WM, war es schon ein ganz besonderes Jahr für den FC Bayern und für mich persönlich auch. Und dadurch, dass die Weltmeisterschaft alle vier Jahre stattfindet und du in einer Karriere auch nicht, da muss einfach alles stimmen, dass du die Chance hast, überhaupt Weltmeister zu werden, sind das schon die besten Jahre gewesen für mich bisher und ich hoffe, dass da aber noch was kommt. Wer dich kennt, der weiß, dass da noch was kommt. Das fragt nämlich auch Xenia. Was möchtest du in deiner Karriere noch erreichen? Ja gut, für uns ist es natürlich ein großes Ziel, mit dem FC Bayern sowas nochmal zu schaffen. Mit der Nationalmannschaft steht im nächsten Jahr auch die Weltmeisterschaft an und das für Deutschland zu bestätigen, das gab es auch noch nie und das wäre natürlich auch ein Traum von uns allen. Kapitän in der Nationalmannschaft, Kapitän beim FC Bayern. Lasst uns noch mal kurz auf die jetzige Saison schauen. Ihr hattet schon einfachere Aufgaben. Was sind deine Ziele noch diese Saison? Ja, mein erstes Ziel für mich persönlich ist erstmal fit zu werden. Ich glaube, ich habe jetzt auch lang genug pausiert und es war kein einfaches Jahr dann auch für mich, aber ich möchte fit werden und möchte möglichst der Mannschaft helfen und sehne mich danach natürlich auch auf dem Platz zu stehen. Dann wünsche ich mir natürlich, dass wir eine super Ausgangsposition haben, wenn ich zurückkehre und dass wir noch gemeinsam unsere Saisonziele zu erreichen werden. Wir sind gerade in einem Rekordmodus mit den Meisterschaftstiteln. Das hat noch keiner so geschafft. Wir haben fünfmal die Meisterschaft geholt und wollen natürlich diesen Rekord ausbauen und wollen natürlich auch das sechste Mal Meister werden in Folge. Dann hoffen wir, dass wir in allen Wettbewerben einfach drin sind und das möglichst bis zum Schluss. Erstmal viel Erfolg beim Gesundwerden und dann viel Erfolg für die Saison. Dankeschön, Manuel Neuer, und auch Dankeschön an euch für die zahlreichen Fragen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Schönen Tag noch. Ciao.